Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Endergames auf dem Comma-HD-Server. Mir fällt gerade auf, dass ich dieses Eisen hätte vielleicht gleich nehmen sollen, weil es mir sonst vielleicht geklaut wird. Oh Gott, erstmal weg hier. Wir spielen das Känguru-Set, weil ich will ja alle Sets irgendwie mal zeigen und dann fehlt hier noch das Känguru-Set. Das habe ich. Ach nee, hoffentlich nimmt er nicht mein Holz. Oh, der schon Bastard. Bau dein eigenes Holz ab. Nimm nicht meins. Nein, ich wollte dir alles jetzt mal ein bisschen zeigen und gestern kam nur ein Video, das lag daran, dass mein Internet mich gestern Abend... Was? Maudi, du Schlingel, Romi, wat? Okay. Das lag daran, dass mein Internet... Also ich kam um 18 Uhr abends nach Hause und dann ist etwas Grausames passiert. Mein Internet hat sich nämlich verabschiedet. Für immer. Nein, es war dann einfach weg und ich konnte kein zweites Video hochladen. Dings. Also, dieses andere Spiel. Dieses andere Spiel, was jeden Tag kommt, TTT, hatte ich natürlich schon vorgeschnitten, deswegen kam das. Aber es kam halt kein zweites Video. Deswegen werden heute vielleicht drei Videos kommen, falls ich es hinbekomme. Ich muss auch noch einkaufen gehen, aber das dauert ja nicht lange. Beziehungsweise dauert es doch schon lange, wenn man für die ganze Familie einkaufen muss. Aber egal. Ich habe auch schon was geplant mit Schlingel. Es wird auf jeden Fall kommen. Hoffe ich. Und vielleicht kommt heute noch ein Titanfall-Video. Da könnt ihr mal dazu schreiben, ob ihr das haben wollt. Ein Titanfall-Video oder nicht. Oder ob ihr das schon überall gesehen habt. Denn eigentlich bin ich ja nicht so der Shooter-Typ. Ich mag Shooter nicht so. Ich habe TF2 gespielt und ein bisschen Battlefield 3, weil das all meine Freunde gespielt haben. Und dann habe ich da halt mitgemacht. Aber ansonsten habe ich eigentlich nie großen Shooter gespielt. Aber ich muss sagen, Titanfall, das hat schon was. Das hat schon wirklich irgendwas. Das hat schon irgendwas, genau. Ja, Moldado. Du kannst gut Deutsch. Ich hätte gern was zu essen, fällt mir hier gerade auf. Und da oben meine Kiste, falls ich das nicht falsch gesehen... Ach, verdammt. Habe? Ja, genau. Jetzt haben wir schon 4 Eisen. Oh, nee. Spieler? Okay, ist ein bisschen weg. Kommt aber näher. Gut, das heißt, wir werden erstmal hier rüber fliehen mit einem Känguru-Doppelsprung. Oder auch ohne Känguru-Doppelsprung. So, was haben wir denn da? Wir haben einen Bogen und einen Goldapfel. Den Goldapfel werden wir gleich essen für diesen Kampf, der sich... Okay, das war vielleicht ein bisschen eine Verschwendung, aber egal. Okay, der Goldapfel war vielleicht wirklich eine Verschwendung. Aber wie schon gesagt, egal. Allerdings, komm, kämpfe. Ach, das ist ein Delfin. Nee, ein Delfin? Mit einem Delfin gehe ich nicht ins Wasser. Nee, du kannst wegbleiben. Oh, der Delfin kommt. Nö, wie gesagt, ich bin doch nicht blöd. Oh. Okay, jetzt ist es vielleicht doof, ins Wasser zu gehen. Wir werden wahrscheinlich eh gleich geportet, deswegen wird jemand an unsere Stelle geportet. Allerdings würde ich doch gerne noch das Zeug aufsammeln, das er hatte. Da war nämlich, glaube ich, Fisch dabei. Genau, weil Delfine bekommen in bestimmten Intervallen immer Fisch. Und Fisch heißt Essen und Essen ist gut. Oh. Lass mal schauen. Bisschen entfernt heißt, wir können uns was craften. Und zwar einen schicken Lederanzug. Nee, Eisen. Ein bequem vor allem. Ein bequem schicken. Da unten ist ein Spieler. Dann werden wir erstmal... Oh, wir haben gar keine Pfeile mehr. Ja, anscheinend auch nicht. Gut, wir sind ein Känguru. Heißt, wir werden ihn verfolgen. Haben erstmal Fallschaden bekommen, so wie sich das als Känguru gehört. Als geskilltes Känguru weiß man, wie man am besten Fallschaden bekommt. Er ist auch ein Känguru. Heißt, es wird ein... Oder, nein, er ist ein Delfin. Nee, ein Delfin gehe ich nicht hinterher. Delfine können sich extrem schnell und gut im Wasser fortbewegen. Das ist quasi wie das Känguru, nur im Wasser. Und deswegen, nee. Okay. Delfin folge ich nicht ins Wasser, ihr. Das ist mir viel zu riskant. Gut. Nächster Spieler ist da hinten. So, dann würde ich mal sagen, wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, erstmal nehmen wir die XP. Ja, wir haben XP und du nicht. Okay. Tschüss. Wir haben immer noch nicht wirklich, wir könnten uns noch eine Hose machen, allerdings, ach, das ist immer noch der Delfin. Delfin wird nicht hier an Land uns folgen. Dafür ist er zu gerissen. Ich mag ja Delfine an sich. Aber nicht diese Delfine in diesem Spiel. Irgendwie habe ich Angst, mit dem Rücken zum nächsten Spieler zu stehen, aber er ist nicht näher gekommen. Ja, wie gesagt, im Wasser hat man gegen Delfinen ganz einfach verloren.
Der ist so beweglich und so geschickt. Ein richtiges Tier, das auf Wasser ausgelegt ist. Ha, verrückt. Ich rede gerade wieder hier wirres Zeug. Ist hier irgendwo noch eine Kiste? Ich sehe gerade gar nichts und mir fällt gerade auf. Ich höre mich selbst in meinem Headset. Das macht mich. Oh, nee, da war der Delfin. Hoffentlich kommt er nicht schnell hier hinterher. Oh Gott. Hallo, Delfin. Der Delfin muss jetzt da oben sein. Ich nenne ihn einfach nur noch Delfin. Ich werde allerdings nicht ins Wasser gehen, weil wie gesagt. Oh, da ist eine Kiste. Ich werde, glaube ich, dann Delfin im Wasser. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe es schon kommen. Wir werden gegen diesen. Vielleicht ist es gar kein Delfin. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur versehen. Ja, es ist ein Delfin, er rennt zum Wasser. Tschüss. Ich werde mir mal. Oh, wir haben ja ganz viel Fisch. Kann man vom Fisch vergiftet werden? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube aber nicht, oder? Ist ja frischer Fisch. Frischer Delfinfisch. Ja, das mit dem Fisch ist natürlich toll. Das ist ja fast besser als. Ach so, es gibt ja noch dieses Schinkenset. Ja, gut, was könnten wir noch machen? Ich bin eigentlich gut equipped. Das Einzige, was uns noch fehlt, sind Diamantschwert und Pfeile. Und dann vielleicht noch Enchanten, aber ansonsten haben wir doch alles. Uns sind Kühe, wir haben aber Fisch, wir brauchen, obwohl vom Fisch werden wir nicht wirklich satt, fällt mir gerade auf. Wie viele Spieler haben wir denn noch? Einige. Die Runde läuft gerade ganz gut, das freut mich. Und ich würde sagen, als Känguru, dafür, dass ich nicht oft Känguru gespielt habe, läuft es auch ganz okay. Da hinten ist ein. Oh. Nee, das war jetzt aber nicht so gut. Eine Kiste mit Diamanten für ein Diamantschwert und Pfeile für den Bogen und Gold für Gold. Woo! Gold zu Gold. Allerdings habe ich jetzt die Befürchtung, dass ich sofort geportet werde. Ich werde auch deswegen nur die Hälfte an Diamanten nehmen und das jetzt. Oh Gott sei Dank. Oh Gott. Nein, raus aus dem Wasser. Hier gibt es zu viele Delfine für Wasser. So. Habe ich gerade einen Spieler gesehen. Sogar zwei Spieler. Der hat allerdings keine sonderlich gute Rüstung. Hä, waren das. Von wo kam gerade eben dieser Pfeil? Nein, lass dich treffen. Lass dich treffen. Oh Gott, bin ich schlecht im Aim mit dem Pfeil und Bogen. So. Oh, der wurde getauscht. Würde ich mal sagen. Oh, verdammt. Ja, gut. Den kriegen wir, glaube ich. Ach, das sind Delfine. Ach Gott, das gibt's ja nicht. Warum müssen diese Delfine überleben? Könnt ihr da nicht allesamt gehen. Ich kann, wie gesagt, das ist echt doof. Na, hallo? Wie geht's so? Ach, da holt Pfeil und Bogen raus. Ich habe gar keine Pfeile mehr, fällt mir da auf. Wir hätten alle Pfeile nicht an dem verschwenden dürfen, der dann weggeportet wurde. Wo ist er hin? Ah, da. Nö. Also ins Wasser gehe ich nicht. Höchstens am Land entlang und auch nicht zu nah am Wasser. Oh, da hinten ist ein Enchantment Table. Werden wir dann auch gleich erstmal hinrennen. Ich meine, ich glaube nicht, dass der sich zu uns gesellt, so wie das gerade aussieht. Sharpness 1, perfekt. Ich finde das gerade eine lustige Situation. Ich bin Land. Oh nee. Das finde ich jetzt wiederum nicht so lustig. Ach nee, der hat Pfeil und Bogen. Dass ich ins Wasser getauscht werde, während ein Delfin in der Nähe ist. Wir haben wieder einen Pfeil. Heißt, wir essen Fisch. Gut kombiniert. Wenn du nur noch einen Pfeil hast, dann iss Fische. Und dann wird alles wieder gut. So, erstmal schauen, ob wir den treffen. Oh, wir haben ihn sogar mit dem einen Pfeil getroffen. Und nochmal Fallschaden kassiert. Deswegen werden wir jetzt mal ganz gewagt unsere Enderperle darüber werfen. Hinter ihn. Auf die Hoffnung, dass er verwirrt ist.
Nee, ach komm schon, ich geh da nicht rein. Du kannst so viel versuchen, wie du willst. Ach, da hat er mich runtergeworfen. Aber ich esse meinen Fisch. Ich esse meinen Fisch. Das Gute ist, das Deathmatch ist keinesfalls am. Ja, gut, wisst ihr was? Wir rennen jetzt hier einfach weg und sammeln Pfeile. Pfeile sind gut und wichtig und verbessern das ganze Spiel. Und ich merke gerade, hier ist jemand hinter mir. Oh, die kämpfen gegeneinander. Hoffentlich waren das zwei Delfine. Nee, es war ein Delfin und ein. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall sammeln wir die Pfeile ein, falls er Pfeile dabei hatte. Weil keine Pfeile dabei, das macht mich traurig. Deswegen schmeißen wir mal kurz ein bisschen was weg, damit wir Platz für Pfeile haben, falls wir Pfeile finden. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach auf Pfeilsuche. Naku. Finde ich gerade irgendwie so eine doofe Situation mit diesem Delfin da im Wasser. Oh, noch ein paar Diamanten. Wie weit ist denn der nächste Spieler weg? Der ist immer noch an seinem Wasser. Die Sache ist, ich werde wahrscheinlich ins Wasser geportet, aber wenn ich weit genug weg bin, dann bin ich weit genug weg, sodass ich schnell genug aus dem Wasser komme. Also dann ist der Gegner automatisch weit genug weg. Erstmal nochmal wieder Fisch essen. Der Fisch macht einen wirklich nicht satt. Das ist gerade noch ein richtiges Nachteil. So. Pfeile, perfekt. Haben wir wieder ein paar Schuss. Machen wir mal alles, was wir nicht brauchen, da rein. So. Würde ich sagen, versuchen wir mal, den Delfin aus dem Wasser zu schieben. Oh. Wo ist er? Auf der. Oh ne, es gibt ja zwei Delfine noch. Tun, tun. Aber die dürften jetzt gegeneinander kämpfen. Dann bleibt vielleicht nur noch eine übrig. Ha. Ich sehe. Delfine heutzutage. Warum hat der Doppelsprung jetzt wieder nicht funktioniert? So, das macht mich ja verrückt. So, ja gut, das sieht gerade extrem schlecht aus. Oh nee. Ah, komm schon. Ah, verdammt. Schade. Schade. Aber es war ganz interessant, würde ich mal sagen. War das auch das Ende der Runde? Würde ich mir da mich bedanken fürs Zusehen. Hoffe, es hat sich nicht so lang gezogen, da ich nicht ins Wasser wollte. Aber das am Ende war, ja, gut, da hätte ich mich besser anstellen können. Vor allem als Känguru hätte ich nochmal flüchten können. Allerdings habe ich einen Doppelsprung gemacht, um übers Wasser zu kommen. Und irgendwie hat es einen Doppelsprung nicht gemacht. Das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich geht der Doppelsprung in dem Moment nicht mehr, in dem man über dem Wasser ist, weil das ja mit dem Delfin irgendwie abgeglichen werden muss. Da muss ich mal schauen. Das muss ich mal ein bisschen ausprobieren. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das ist eine gute Beendung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin der Marder, der Hund sagt tschüss, bis zum. Warum hört ihr mir noch zu? Oh, guck mal, da ist Schlingel. Ich hab Schlingel. Ja. Hallo? Schlingel, renne ich weg. Tschüss.